So, meine lieben Freunde, die Saison ist vorbei, beziehungsweise es ist Winterpause, es ist Dezember, ihr wisst, was das heißt, es geht in den Urlaub. Wohin, verrate ich noch nicht, deswegen machen wir uns jetzt richtig schön ready. Und dann geht's nach Hamburg zum Flughafen. Also Freunde, es gibt natürlich trotzdem einen knackigen Vlog, auch wenn kein Fußball ist, viel Spaß damit. So, meine lieben Freunde, mein Outfit für die große Reise. Ich bin bereit. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir fahren jetzt zum Flughafen, dann geht's nach Frankfurt und dann geht's auf große Tour. Bist du bereit? Du darfst aber auch noch nicht sagen, wo wir hinfliegen. Also, wir sehen uns am Airport. Auf geht's, ab geht's. Wir sind on the road. Wir sind bereit, wir sind gespannt, wir sind hyped, wir sind aufgeregt. Ja, und jetzt geht's, wie gesagt, erstmal in Hamburg. Kurzen Flug nach Frankfurt und dann haben wir ein bisschen Zeit in Frankfurt. Mal gucken, was da so geht. Aber ihr seid auf jeden Fall dabei. Schön in die Lounge einen ganz gemütlichen machen. Oder ein bisschen gucken, was es da so gibt, ne? Dominik! Er hat immer so eine Shopping-Sucht. Dieses aggressiv, wirklich. Und dann 10 Stunden Flug. Und dann sind wir hoffentlich motiviert für den ersten Urlaubstag im Paradise. Wir müssen euch noch was sagen. Geier Hammerdoll bei sowas. Ich würde sowas niemals holen für viel Geld. Wir sind auch wirklich noch nie Business Class geflogen. Das ist das allererste Mal. Und deswegen sind wir noch mehr gespannt. Und weil wir über Nacht fliegen, ja, haben wir uns gedacht, gönnen wir uns das mal. Hoffen wir, dass wir nicht mal zu großes Falschgeld da drüben sind, ne, in der Business Class. Aber wird schon. Aber wir sind gespannt, wir haben Bock. Also Feuer frei. Sieh zu. Oh, hä? 10 Jahre später, einer ist immer noch nicht da. Weil du wieder Backsteine einpackst. Also ich pinkel mir halt gleich in die Hose. Jetzt geht's zum Bus. Das ist Geheimtrick, dieses Parkhaus. 500, 600 Meter entfernt. Und es gibt gratis Schatten. Maul. Schnauze voll, bin ich mal ab. Alle 20 Minuten. Sprinkel. Unnormal, Mann. Hier kommt er. Endlich. Auf geht's, zwei sein, dabei sein. Hey, ho, Koffer abgeben. So, Freunde, erste Etappe erreicht. Wir sind in Hamburg, machen uns hier einen ruhigen in der Lounge, haben noch 1,5 Stunden Zeit, knallen uns noch was rein zwischen die Hörner, ein Käffchen, ein bisschen was zu essen und dann geht's ab mit Flug 1. Ich zeig euch jetzt mal, kann man noch ein bisschen geiern. Also, aber gleich zeige ich euch noch, was es da vorne so gibt und ich zeige euch, was ich mir reinknalle. Ich sag's euch, Leute, diese Stühle hier sind Leben. Hier lässt es sich so gut baumeln. Erstmal knallen wir uns jetzt einen schönen Kaffee. Ihr wisst Bescheid, ohne Kaffee kein Moin. Hier gibt's Obst, bisschen Naschi. Käseplatte, Tomate, Mozzarella, geiles Ding. Und sowas haben wir auch noch hier. Brezeln, Brötchen, Salate, Oliven. Eine sehr gute Auswahl. Chickenwürstchen, irgend so ein Ding mit Spinat, ein paar Gürkchen, Sour Cream, Pepperoni, Oliven, Tomatoes, Kaffee, Moin. So Freunde, es geht los. Flug Nummer 1, Hamburg, Frankfurt, auf die Plätze. Fertig, los. Bisschen Verspätung gehabt, aber jetzt geht's rund. Bebo. Let's go. Angekommen in Frankfurt. Jetzt machen wir ein paar Meter. Das ist der größte Cheat. Diese Dinger, man ist super schnell und man geht sehr entspannt. Also, jetzt gibt es erstmal eine knackige Lounge und knackiges Armbrot. Hoffentlich. Mal gucken, was es da so gibt. Auf jeden Fall sehr, sehr schmacht. Ich bin sehr bereit, mir was in den Hals zu werfen. Ich habe so Knast. Lasset uns alles zerwatzen. Hunger. Das Essen ist der Shit. Kartoffelpüree, irgendwas mit Süßkartoffeln, Meerrettich und so. Und Käsebrezel. Ihr wisst Bescheid. So, Gemeinde, wir haben schön ordentlich reingehauen. Wir sind bereit für den Flug. Aber. Komm, mach ich eigentlich mal so. Wohin geht's überhaupt? Zeig's gleich, ja. Wohin geht's überhaupt? Let's go! Da sind wir. Bist du happy? Hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Kissen, Decke, alles was man braucht. Kopfhörer, Latschen, dann so ein Kit hier, Zahnpasta und so weiter. Nice. Nice, hier kann man auf jeden Fall alles laden. Schmeckt. So Leute, es geht los. Es wird aggressiv geharzt. Und hier mache ich mir gleich eine schöne Waagerechte. Ey, ich zeig euch jetzt was. Das muss Dome drücken. Bitte immer wecken, wenn es was zu spachteln gibt.
So, Freunde, erste Mahlzeit. Tisch ist schon gedeckt. Einfach eine Speisekarte. Paprika, Frischkäse, Dip, Roast Beef mit Zitronenpfeffer, norwegischer Lachs, Blattsalat, Gänsebrust, Semmelknödel, Rotkohl, Backfisch, Gnocchis, Gnickels, heiliger Kanonenpfeffer, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Level. Was nimmst du? Roast Beef, mein Leben. Fragen über Fragen. Also wir bestellen jetzt. Seid gespannt. Vorspeise sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Es gibt auch einen kleinen Weihnachtsmann, der Salz und Pfeffer steuert. Einfach ein Mini-Flugzeug. Das würde ich sagen, lassen wir uns jetzt ordentlich schmecken. Hauptgang, Nockies, Guten. Letzter Gang, Leute, ich sag's euch, das ist geisteskrank. Irgend so ein Schokoladenkuchen, leider mit Nuss. Ich musste das oben einmal abschneiden. Aber das ist einfach nur krank. Schokolade sein Onkel. Ich esse das jetzt auf, dann gehe ich Zähne putzen, dann lege ich mich rein. Jetzt geht es erstmal Zähne putzen. Da ist die gute Zahncreme. Dann gehen wir noch schön pillern und dann geht es ins Bett. Also. Wir sind bereit zum Schlaf. Wie spät ist es überhaupt? Halb eins oder so. Nach diesem Bus. Ich muss erstmal aufstehen, das Ding drauflegen. Natürlich. Ey, das ist ja sogar zu dort. Das ist auf jeden Fall krass. Haut rein. Wir wecken jetzt einfach mal Dome. Wir sind wieder wach, jetzt gibt's Frühstück und in einer Stunde sind wir da. Knallen wir uns jetzt rein. Lecker, schmecker, schmackofatz. Mit dem wir obviously gleich fliegen das werden. Das wartet nur auf uns, weil wir verspätet haben. Es hat zwei Stunden jetzt auf uns gewartet. Locker die Leute, die da drin sitzen, denken sich, da fuck, ich wäre so sauer. Aber dafür müssen wir nicht warten, direkt abgekommen. Aber same shit hatten wir letztes Mal auf Kreta. Ja. Also juckt. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich schwitze so. Let's go. Oh mein Gott. Meine lieben Zeichen. Auf geht's, ab geht's. Ich bin aufgeregt. Wie oft habe ich das schon gesagt? Ist mir egal. Tada. In the Maldives. Wo sind die? Scheiße, Alter, ich muss wohl laufen. So, weiter geht's zum Seaplane-Check-In. Let's go. Auf geht's, ab geht's. Ich glaube, wir fliegen mit dem Kollegen. Ich glaube. Oder werden wir abgeholt? Wir werden sehen. Das ist er. Geht's, ab geht's. Ab geht's, letzter Stopp, letzte Amtshandlung. Andere Frage, fahren wir jetzt mit dem Bus oder mit dem Boot? Oder fahren wir mit dem Bus noch zum Boot? Überraschung, Boot Überraschung, 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 Überraschung. Okay, wir sind wieder da und jetzt geht's aufs Boot.
Und ich sag's mal so, jetzt sitzen wir auf dem Boot. Schnauze voll. Also Auto, Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Boot. Das längste Anreise, die wir jemals hatten. Hoffentlich gleich da. Dahin wohnen wir. Madame spricht Englisch, ich nicht. Wohin geht's? Zu unserem Zimmer. Auf geht's, ab geht's. Machen wir Meter? Oder werden wir gebracht? Egal, wir machen Meter. Oh mein Gott. Ich werde da so reinjumpen. Beautiful. Rein hier in die 16. Trommelwirbel. Oh meine Güte. Wir gehen direkt durch. Welcome. Leute, guckt's euch an. Das ist mir einer zu viel, glaube ich. Hier geht mir jetzt ja gerade richtig einer flöten. Und es knallt im Paradies. Wie krank ist es? Ja. Und hier kann man natürlich auch noch direkt... Freunde, da sind wir wieder. Wir haben den ganzen Tag ein bisschen geharrt, Sport gemacht. Jetzt haben wir uns ready gemacht, gehen zum Essen und dann geht's zügig ins Bett. Denn die Reise war knackig, aber sehr, sehr geil hier. Mehr Eindrücke folgen. Ich zeige euch morgen auch das Gym. Das war's mit Tag 1. Oh Gott, so hoch. Hunger, Hunger, Hunger. Ciao, bis morgen. Wunderschön, guten Morgen, Tag 1. Granatenaussicht. Wir haben bis in die Puppen gepennt, 9,5 Stunden. Aber was muss, das muss. Jetzt geht's direkt Frühstück. Jetzt geht's direkt zum Frühstück. Knallen uns kurz den Bauch voll. Dann werden wir uns hier hinflanken. Bisschen rausschwimmen, schnorcheln. Später nehme ich euch noch mit zum Sport, aber eins nach dem anderen, let's go. So, Freunde, Frühstück ist durch. Wir haben es uns ordentlich schmecken lassen, aber natürlich auch ein bisschen drauf geachtet, denn wir haben im Flugzeug schon viel Mist in uns reingeschaufelt, aber es ist ja Urlaub, deswegen soll man nicht so streng sein. Jetzt werden wir den ganzen Tag hier draußen verbringen und ich muss euch jetzt erstmal was zeigen, denn eine Person haben wir schon verloren. Kommt mit. Guckt euch an. Ich gehe jetzt mal rein. Schön am Schnorcheln. So krank hier. Es sieht einfach aus wie auf einer Postkarte, Alter. Keine Nachbarn, wie sich das gehört. Und jetzt werde ich auch erstmal ein bisschen schnorcheln gehen. Vielleicht mache ich unter Wasser ein paar Videos. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Und ansonsten sehen wir uns später beim Sport. Denn Fitti muss sein. Wir müssen uns richtig drahtig machen für die Rückrunde. Bescheid, let's go. Auf die Plätze, fertig, snorkeln. Wir sind ready. Auf geht's, ab geht's ins Gym. Let's go. Let's go. Einmal jetzt Fullstattung bis zum Ende durchgehen und dann sind wir da. Was geht eigentlich mit beim Sport? Cardio? Safe. Ihr habt es gehört, der Coach hat gesprochen. Guckt mal bitte, wie geil es hier aussieht. Heute White Night. Das sieht echt immer wie fake aus hier. So Leute, das ist das Gym. Falscher Puffi. Kardiogeräte, Stepper, Fahrrad, Laufbänder. Hier kann man schön dem Sonnenuntergang entgegenrennen, wie sich das gehört. Ein bisschen Stabis kann man auch da hinten machen, Medizinbälle, Matten in der Ecke. Klein, aber fein. Und ich fahre da gerade ackern und gehe jetzt wieder zum Abendessen. Ciao. Das ist übrigens dieses Wasserflugzeug, das kleine. Ich hoffe ja, dass wir damit zurückfliegen. So sieht's aus. Gerade angekommen, die Gang. Freunde, wir sind fertig gemacht. Sport ist durch. Jetzt geht's zum Abendessen. Dann gehen wir heute nochmal raus. White Night, habe ich euch vorhin auch schon gezeigt. Mal gucken, was da so abgeht. Gut, wie white wir angezogen sind, ne? Ja, erstmal essen und dann weiß anziehen und dann raus. Morgen zeige ich euch das Essen. Fully of Eating machen wir. Frühstück, Mittag, Abendessen. Frühstück, Mittag, Abendessen. Was ich mir hier so reinknalle, heute, beziehungsweise diesen Urlaub, bin ich mal richtig strukturiert. Deswegen. Also, morgen essen und jetzt gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich habe wieder Kohldampf und ihr habt es gehört, was heute Phase ist. Fully of Eating, was knalle ich mir im Urlaub rein? Es geht zum Frühstück. Let's go! Auf geht's, ab geht's zum Frühstück. Schon wieder so knast. Freue mich. Was werden wir uns reinknallen? Auf jeden Fall wieder 1 Kilogramm Rührei. Aber andere Sache. Hi. Dieser Weg, ne, zum Essen. Mega. Give me that. Ganz gemütlich, ganz entspannt. Ist nicht das beste Wetter heute, aktuell.
aber das Wasser ist trotzdem Cheat. Zieht es euch einfach rein. Einfach krank. Hier wird schon ordentlich geshootet. Hier wird geknipst. Leute, wie krank sieht's aus? Also ernst angekommen im Speisesaal. Das ist das Ding. Ich hab Knast. Feuerfrei. Obst, Obst, Obst. Hier gibt's schon deftig, kräftig. Alles dabei. Die wichtigste Ecke, Leute. Kann man sich auch selber machen. Brot, Brot, Brot. Schwein. Also nichts für uns. Chicken. Müsli. Croissants. Gebäck. Donuts. Ja. Joghurt, Nüsse, Salat, ihr seht es, für jeden was dabei. Müsli, Teller Nummer 1, ordentlich Ei, wie ihr sehen könnt, Cream Cheese, Zwiebeln, Obst. Das hier, Jackfruit, schmeckt extrem wild, noch nie gesehen vorher. Jetzt warten wir noch auf Coffee, weil hier ist noch nichts drin, Amanah Jagdim. Und dann, Juden, bisschen Salz, den kann man auf jeden Fall snacken. Jetzt ist der Coffee gekommen. Und dieses Rührei, ich sag's euch, mit Oliven, Paprika, Lachs. Ohne Kaffee kein Moin, Freunde. Richtig, nicht mit Zucker, sondern Süßstoff. Enjoy. Zweite Runde Eierparty. Moin. Was darf natürlich auch im Urlaub nicht fehlen? Meine Supplement-Routine. Zack, auf das Ding. So, was haben wir hier? Zink, Magnesium, Alpha-Man, also einfach Vitamine, Immunsystem auch im Urlaub boosten. Und Omega-3, auch wenn ich hier genug Fisch esse, trotzdem rein damit. Clear gibt's später. Ansonsten war es das erstmal mit dem Frühstück. Und jetzt geht's erstmal wieder da raus. Wir sehen uns dann zum Mittag. Also frohes Chillen. So, Freunde, jetzt ist 14 Uhr. Jetzt gibt's erstmal einen knackigen Riegel. Memo. Kleiner Snack zwischendurch. Ich muss sagen, die Eier haben gut satt gemacht. Waren ja auch ein paar. Das ist jetzt das gute Stück, was ich mir reinjage. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen gechillt. Wir müssen noch zum Sport. Und dann, meine Freunde, gibt's endlich Armbrot. Ich freue mich immer so, so sehr im Urlaub auf Essen. Manchmal fällt's schwerer, manchmal fällt's leichter, durchzuziehen. Aber wir haben schon viel erreicht. Und deswegen fällt es aktuell ein bisschen leichter. Auch wenn die Verlockungen hin und wieder groß sind. Also, guten und reingang. Übrigens, den Kollegen wollte ich euch auch noch zeigen. Der wird heute für uns gezaubert. Gute Arbeit. So, Freunde, jetzt geht's ins Gym. Vorher gibt's natürlich noch ein schönes Clear Watermelon und ein bisschen Kreatin. Nach dem Gym gibt's dann Armbrot. Irgendwann 5. Heute ist nämlich ein bisschen Kackwetter, muss man sagen. Trotzdem siehst du aus wie ein Tomatenkopf, Alter. Auch im Schatten ist die Sonne sehr energisch hier. Was soll ich euch sagen? Sagen deine Schultern so dazu? Lass es. Frag für Kollegen. Ich bin so verbrannt. Was? Sonnencreme ist verarscht. Ich schwör's dir, das ist die einzige Stelle, die ich eingecremt habe und ich verbrenne das. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das ist so, dass man sagt, man hat sich eingecremt, aber bringt nichts. Hätte ich meine Schulter nicht eingecremt, wären sie nicht verbrannt. Wetten, das ist so das Ding. Das ist so ein Verbraucherding. Das ist jetzt wieder ein bisschen dumm. Ich habe jetzt ein bisschen mir das zusammengereimt. Pass auf. Man cremt sich ein, da wo man den Sonnenbrand kriegen soll. Dann kriegt man ihn, man dreht noch mehr durch, nutzt noch mehr Sonnencreme. Das ist eine gute Verkaufsstrategie. Weniger ist mehr, sagen wir das eigentlich. Das ist Verkaufsstrategie. Aber nee, mehr ist mehr. Die denken dann, man holt noch eine 40er, 50er, 60er, 70er und man verbrennt immer mehr und mehr und man hat am Ende 10-mal Sonnenbrand. Man braucht eine 100er. Hier braucht man eine 100er in der Sonne. Ja, ist so. Was sagt ihr so zu meiner Struktur im Vlog bisher? Das war's. Junge, deine Freunde schreien nach dir. War das ein Glashuhn? Soll ich die Glashühner noch zeigen? Wenn ich sie heute Abend sehe... Und du musst die Story des Glashuhn berichten. Heute, wir suchen ein bisschen. Heute gehen wir mal auf die Insel, auf die andere. Ich muss euch Glashühner... Auf die andere Insel, wo es Restaurant ist. Und gucken uns das ein bisschen an, okay? Das Ding ist, man nennt sie auch die Malediven-Gockel. Die Glasgockel. Malediven-Glasgockel. Kein Mensch checkt, warum wir Glashuhn sagen. Kennt ihr das Lied Honig von Gott weiß, wie der heißt? Glashonig. Du bist so süß wie ein Glashonig. Du bist ein Glashonig. Und ich hab anfangs immer verstanden, du bist so süß wie ein Glashuhn. Du bist ein Glashuhn. Und das sind einfach kleine Glashühner. Frühstück war im Kasten, habt ihr gesehen. Eier ohne Ende, Kaffee, Obst, Water. Clear, Riegel, Abendessen. Yalla. Sport ist durch, Outfit sitzen und jetzt geht's ab zum Abendessen. Es regnet nur ein bisschen hier. Ist doch weniger, nee. Kein Fall. Es regnet so krass. Jetzt latschen wir zur Rezeption, holen uns einen Caddy. Und dann wieder in die andere Richtung, geil. Ja, aber es ist kürzer und meine Füße sind schon so nass. Genau, das ist so eklig. So, Freunde, Bruschetta
mit Oliven und keine Ahnung. Gemüse, Thunfisch, Cheese Bites und Thunfisch Wraps. Zero, Water, Happy. Sehr gespannt auf diese Dinger hier. Oh mein Gott, eine rein. Also Essen hier, auch relativ clean. Geil. Zweite Runde bei Wrap. Salat, Cream Cheese, Seehecht, sehr gespannt. Und Gemüse, rein in Hals. Und zu guter Letzt Nachtisch. Sieht gefährlich aus. Irgendwas mit Lust darf ich nicht. Wie heißen die nochmal? Jackfruits. Jackfruits natürlich. Und gebackene Bananas. So, meine Lieben. Das war Holy of Eating von heute. Einigermaßen clean durchgezogen. Wichtig und richtig, so muss das sein. War's mit Tag Nummer? Tag 3, oder? Gott weiß. Freitag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag. Ja, Tag 3. Das war der Donnerstag. Wir sehen uns morgen. Ja, ihr seht schon, es regnet unfassbar. Wir sind mit Regenschirmen hier am Start. Mhm. Und ja, morgen soll auch wieder Kackwetter werden. Deswegen weiß ich noch nicht, was morgen kommt. Aber irgendwas wird kommen. Also, das war's. Gute Nacht, bis morgen. Ciao. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, heute ist Beach Day. Ich zeige euch den Beach hier auf der Insel. Oder wir machen eine kleine Inseltour. Mal gucken. Wetter ist auf jeden Fall Bombe. Deswegen, Kamera ist am Start. Frau ist vollgepackt, wie sich das gehört. Und ja, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen am Beach. Machen ein paar Bilder, versuchen ein paar Bilder zu machen. Gehen schnorcheln und so weiter. Also, Feuer frei. Leute, guckt euch einfach mal dieses Wasser an. Es ist so fake. Zwei kleine Fischis und das ist einfach fake. Guckt euch an. Leben genießen. Wir werden hier jetzt ein paar Stunden auf jeden Fall chillen, ein paar Bilder machen, da auf die Sandbank gehen. Ja, mal gucken, was man so machen kann. Eigentlich haben wir uns ja auch extra eine Drohne gekauft, aber hier ist Drohnenverbot. Wir sind zu nah am Flughafen. Das ist natürlich maximal belastend, aber es ist, wie es ist. Ich glaube, wir haben trotzdem ein paar gute Shots im Kasten. Und jetzt frohes Harz. Kennt man das Ding? Seht ihr es? Ich hoffe. Was ein Rochen, Alter. Und hier der Fisch hat einfach ein Horn. Das ist Dr. Horn. Mann, das ist crazy. Das ist hier so der Weg, den wir immer gehen zum Essen und so. Und einfach daneben Rochen, Babyhaie, Hornfische, krank. Freunde, heute war Beach Day. Wir haben den ganzen Tag am Beach geharzt, paar Bilder gemacht, verkohlt und jetzt geht's ins Steakhouse. Ein bisschen was fressen und dann haben wir den Tag auch geschafft. Also, let's go! Da sind wir doch. Guten Appetit. You snacking? Ich hab Hunger am Bauch. Viel bestellen. Vorspeise Nummer 1. Chicken Wings und keine Ahnung. Krank. Diese Barbecue-Soße. Memo. Caesar Salad. Next Step. Magst du nicht, ne? Eigentlich nicht so, aber ist gut. Oh mein Gott, das Brot. Geisteskrank. Was? Geisteskrank. Echt jetzt? Guck mal, wie lange habe ich sowas nicht gegessen, Alter? Und er schmeckt aber noch krass. Was rein dann das Ding? Memo. Gut gegessen, gut gestärkt, wie es sein muss. Nach langer Zeit mal wieder ein Burger und er war unfassbar. Jetzt geht's nach Hause. Das war der Freitag. Gute Nacht, bis morgen. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Samstag und wir gehen erstmal eine Runde schnorcheln. Was sonst noch so geht, keine Ahnung, aber Wetter ist überragend. Deswegen werden wir es natürlich nutzen und genießen. Sonnenbrand kickt schon, immer weiter. Let's go, tauchen! Wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Heute war wieder ein aktiver Verkohlungstag. Sonnenbrand haben wir mitgenommen, aber was muss, das muss. Nach Rot kommt irgendwann vielleicht auch mal Braun. Jetzt dem Sonnenuntergang entgegen versuchen wir noch ein paar Pictures zu rasieren am Strand und dann haben wir den Tag auch schon wieder geschafft. Dann gehst du noch zum Abendessen, dann legen wir uns rein für den Verein. So muss das sein. So, man möchte mit mir den Urlaub nicht verlängern. Die Arbeit ruft, Leute. Und zu Hause, ich sag's nicht, oder? Wir werden vermisst. Zu Hause ist einiges, das auf uns wartet. Und außerdem haben wir auch noch zwei Glatzen. Die suchen uns schon und wenn Schwiegermama das schreibt, dann komme ich immer Herzschmerz. Andere Sache. Dieser Urlaub ist ja ein bisschen strukturiert. Morgen zeige ich euch ein bisschen hier die Anlage, damit wir wirklich jeden Tag ein bisschen was haben. Aber deswegen, heute war mal wieder ein bisschen wenig, aber man muss sich auch mal ausruhen. Von 7 Tagen, 2 Tage auch mal chillen, da müsst ihr mit leben. Also, wir gehen jetzt hier unseren Walk jeden Tag und da knipsen wir und dann gibt's Essen und dann geht's schlafen. Ciao. Und Leute, Rochen, Haie und was man nicht alles hier sehen kann. Heute Morgen hat sogar ein Angestellter von hier gesagt, es ist eine Schildkröte im Wasser.
Wir haben sie leider nicht gefunden. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Der Sonntag beginnt und wie gestern schon gesagt, heute gibt es eine kleine, knackige Hoteltour. Gehen wir zur Rezeption, da zeige ich euch den Start, wie es da so aussieht, was da so abgeht und dann geht's weiter, ne? Ganz entspannt. Heute habe ich auch noch Training, 14 Uhr. Miese Zeiten, Online-Training. So Freunde, hier kommt man an, habt ihr ja auch schon gesehen, wieder mit dem Boot oder hier mit dem Wasserflugzeug. Da geht man hier so lang, da ist die Rezeption. Links geht's Atollinsel, zeige ich euch auch nochmal später. Und rechts, da ganz hinten sieht man gar nicht von hier, doch da links so ein bisschen, zur Palace-Insel. Zeige ich euch auch noch später. So geht man dann hier durch, hat natürlich diesen geilen View. Und dann, wie gesagt, links zur Atollinsel und rechts zur Palace-Insel. Alle Leute, die dort wohnen, können hier rüber, aber nicht umgekehrt. Und jetzt gehen wir wieder unseren schönen Weg. Ich weiß gar nicht, wie oft ihr den schon gesehen habt, dieses Video. Geisteskrank. Zum Zimmer. Dann wird gechillt. Und später zeige ich euch den Rest, sieht so fake aus. Habe ich auch schon so oft gesagt. Ciao. Friends, da sind wir wieder auf der Brücke. Ist jetzt 10 Uhr in Deutschland, 14 Uhr hier. Laptops dabei. Und jetzt heißt es Online-Training. Athletiktrainer wartet. Wir sind bereit. Let's go. Gute alte Corona-Zeit, ne? Schön mit Zoom-Meeting und ein bisschen ackern. Home-Workout. Sein Großvater. Bin gespannt. Ich meine eigentlich immer gut rein. Also, Babo! So, Friends, jetzt gehen wir auf die schöne Atollinsel, wo auch das Gym und so weiter ist. Habe ich euch ja schon gezeigt. Brauche ich euch nicht nochmal zeigen. Aber auf jeden Fall, den Pool werde ich euch zeigen. Und da gehen wir jetzt hin. Hier ist das Gym, das wisst ihr ja bereits. Und hier kann man sich so Stand-Up-Paddle und alles mögliche ausleihen. Jetski fahren, hier mit so einer Matratze hinterherziehen lassen. Ihr kennt es, das übliche Programm. Wassersport, Kajak und so weiter. Das ist jetzt der Beach vom Atoll. Hier kann man auch richtig Meter machen. Hier geht es dann auch zum Pool. Und hier gibt es auch Overwater-Villa. Sprachen lernen, Bubble. Ach, scheiß drauf. Und hier gibt es auch Overwater-Villa, allerdings ohne Pool. Also man kann von seiner Terrasse direkt ins Meer, aber hat halt keinen eigenen Pool dabei, so wie wir das haben. Hier kann man ein bisschen zocken. Ihr seht es schon, das Atoll ist so ein bisschen mehr auf Party aus und da ist auch ein bisschen mehr Action. Und das Paradise, wie heißt das? Paradise? Palace. Ich bin ja richtig verwirrt. Das Palace ist halt ein bisschen ruhiger, also für uns genau das Richtige. Und da, wo die Sonnenschirme stehen, ist auch der Pool. Da gehen wir jetzt hin. Die kennen wir doch irgendwoher. Hier ist der Speisesaal, also auch mit nicem View. Und jetzt aber wirklich zum Pool. So Leute, das ist der Pool. Ihr seht's, deutlich mehr Action und auch vor allem deutlich voller als bei uns. Aber nicer View. Hier ist auch alles nochmal ausgeschildert. Schöne Navigation, das sind die Wege. Und hier hinten geht's dann zu den Unterkünften. Und da gehen wir jetzt auch nochmal ein paar Meter hin. Meter machen! So sieht der Eingang aus zu einer Beach Villa. Unten und oben gibt's da Zimmer. Ganz nice eigentlich. Mitten im Dschungel. Und jetzt gehen wir aber nochmal Richtung Overwater Villen. Feuerfrei. Lynn hat schon wieder einen Piepmatz entdeckt. Sie hat die übrigens Glashühner getauft. Das ist ein Glashuhn. Was geht Glashuhn? So, das ist jetzt der lange Beach. Hier seht ihr auch die anderen Unterkünfte, die direkt am Strand sind. Die Beach Villen. Und hier sind die Overwater Villen. Aber wie gesagt, ohne Pool am Start. Dennoch eigener Wassereingang, sage ich jetzt einfach mal. Sieht eigentlich auch ganz geil aus, muss ich sagen. Hier ist es auch ein bisschen ruhiger. Nicht verkehrt. Sieht schon geil aus. Ja, und das war's dann eigentlich auch. Was vielleicht noch ganz interessant ist zu sagen, solltet ihr mal Bock haben, hierher zu kommen oder auch Kinder haben und Bock haben, hierher zu kommen, würde ich euch empfehlen, so weit wie möglich ans Rand der Insel zu ziehen mit eurem Zimmer, denn da ist es dann doch deutlich entspannter. So, wir sind jetzt nochmal ganz nach hinten gegangen. Mehr geht nicht. Die Insel ist genau da zu Ende. Ja, schon wild. Schon wild, aber jetzt reicht's mir auf. Seitenstiche zurück. Wir gehen gerade zurück, hier sind auch noch mal ein paar Villen, aber diese Seite ab 1500 komplett Schatten. Abschließend ganz kurz und knackig, das Atoll ist halt mehr für Unterhaltung, ein paar mehr Attraktionen gibt es hier, bisschen mehr Action, viel mehr Action und ja, das Palace ist deutlich, deutlich ruhiger. Freunde, wir haben noch ein paar Bilder gemacht, Sonnenuntergang mitgenommen, Action Jackson geschoben, bisschen Content geballert und deswegen, weil mir eh noch ein Tag fehlt, morgen der letzte Tag ist, zeige ich euch morgen unsere Insel. Schlau im Leben. Also, bis morgen. Morgen letzter Tag. Ciao. Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der letzte Tag. Morgen geht's nach Hause. Wir gehen jetzt zum Frühstück. Mal wieder auf der Endlosbrücke. Und dann zeige ich euch. Was? Was ist da? Warte mal kurz. Rochenmochen. Ey. Wir kriegen seinen Vater. Er ist riesig. Seht ihn? Warum ist immer so ein Fisch da drüber? Guckt ihn euch an, den Cousin. Er ist riesig. Frage, warum ist immer ein Fisch obendrauf? Wirklich bei jedem.
Warum? Wer weiß es? Was hat es zu bedeuten? Googeln kann ich selber. Klugscheißer mag keiner. Ciao. Also, heute ist der letzte Tag. Wir gehen jetzt zum Frühstück und dann zeige ich euch noch die Palace-Insel. Wie gestern schon angekündigt. Haben wir gestern. Ja, haben wir gestern nicht mehr geschafft. Da gehen wir jetzt schon direkt drauf. Also, da ist auch unser Lokal, wo wir immer frühstücken und Abendessen gehen. Also, theoretisch auch Mittagessen könnten, aber nicht machen, weil sonst wisst ihr Bescheid. Also, wir gehen jetzt los und dann sehen wir uns drüben. Finally angekommen. Das hier ist sie. Das ist die gute Palace-Insel. Sieht einfach so fake aus alles hier, ne? Crazy. Und da gehen wir jetzt drauf und dann gehen wir direkt links rein zum Beach. Übrigens, diese ganzen Buden hier gehören auch zum Palace, also zu unserem Hotel. Die ganzen Overwater-Villen. Und ansonsten sind da ganz hinten, irgendwo auf der Insel, die Beachhäuser. Wisst ihr Bescheid? Die sind schon komische Fische im Wasser. Da ist auch so ein Haufen kleiner Fischis. Aber ein Hai gibt es leider nicht heute. Moin. Moin. Also weiter geht's. So, Friends. Look at this beautiful beach. Und ich sag's euch, Freunde, von hier könnt ihr bis zum Anschlag wirklich, ich weiß nicht wie lange, 3 Kilometer. Ich will jetzt nicht übertreiben. So lange ist es jetzt auch nicht. Sind jetzt 3 Kilometer auch nicht. Aber hier könnt ihr wirklich lang gehen bis zum Ende. Hinten könnt ihr dann einmal umdrehen und wieder zurück. Und ganz hinten sind dann auch die Unterkünfte. Wir machen jetzt ein paar Meter. Hier ist Yoga oder Massage, keine Ahnung. Hier kann man auf jeden Fall chillen. Hier werden sehr wenige Bilder am Tag immer gemacht. Also hier nicht, aber die Touris. Wir sind keine Touris, stimmt was. Wir sind keine Touris. So, und hier kann man chillen, Jusper liegen. Und dahinter, man sieht es leider nicht, diesen Kritikpunkt haben wir auch schon erwähnt, ist der Pool. Im anderen Hotel, also im Atoll, hat der Pool eine geilere Aussicht. Aber? Eine geilere Location. Ist besser gesetzt, wie man es nennen mag. Aber? Das ist es. Hier haben wir halt die Overwater-Villen mit Pool. Ja, Atoll ist immer ein bisschen mehr Stimmung, ne? Und wir als Rentner fühlen uns hier schon ganz gut aufgehoben. Also das hier der Pool, eigentlich crazy. Glashuben mitten im Dschungel. Gibt es auch so Liegen im Wasser und eine Poolbar. Hier kann man sich richtig schön wegjagen. Ansonsten, da ist unser Speisesaal da hinten. Den habe ich euch ja schon gezeigt. Und hier kann man ein bisschen den Abend ausklingen lassen beim Sonnenuntergang. Genau, nämlich hier hinter geht die Sonne unter. Kann man machen. Hier ist schon Weihnachten auf jeden Fall dekoriert. Und hier gehen wir jetzt spachteln. Übrigens, was auch krank ist, ihr seht es, hier ist es jetzt 7.30 Uhr und der Sand ist schon richtig schön glatt gestrichen. Wie nennt man das? Gehackt, gekämmt, gebürstet. Gott weiß, wie nennt man das, wenn der Rasen schon so gehakt, wieder was gelernt heute am frühen Morgen. Aber da legen die schon Wert drauf. Das muss alles tippitoppi aussehen. Und jetzt aber, wie gesagt, Freunde, ich sag's euch jetzt nochmal. Wir gehen jetzt nochmal kurz zum Beach. Die Unterkünfte sehen genauso aus wie im Atoll-Hotel, das ich euch gestern gezeigt habe. Und wie gesagt, hier machen auch schon ein paar Walkies. Kann man bis zum Ende durchgehen. Aber ich habe Hunger. Deswegen geht's jetzt erstmal frühstücken. Also, haut rein. Hier ist übrigens Japanese. Hier gehen wir nachher Sushi essen. 18:30 haben wir einen Tisch. Yuhi. Yuhi. Und hier ist Crystal Restaurant, Gourmet-Restaurant für den ganz feinen Gaumen. Lecker Schmecker. Also ihr seht, hier gibt es auch noch so Themenrestaurants und wo wir aber hauptsächlich hingehen, ist Buffett. Und hier geht's jetzt zu den Strandhütten. Wo steht's? Da. Zack. Auf geht's, ab geht's. Rein in den Dschungel. So, Freunde, so sieht das aus. Geht man dann so rein und dann muss ich mal kurz selber gucken. Ah ja, hier. So. Auf jeden Fall wichtig noch zu sagen, hier immer die geraden Zahlen nehmen. Die sind auf der Sonnenseite und haben einen geileren Beach. Andere Seite aber auch. Insider-Tipps. Und dann geht man hier so lang. Hier ist dann so der Ausgang von der Terrasse. Dann geht es hier direkt an Beach. Und jetzt sind wir wieder hier, was ich euch vorhin gezeigt habe. Hier kann man den ganzen Beach lang marschieren. Und da hinten ist schon zu Ende. Das war's. Mehr gibt's nicht, mehr ist nicht. Und das sind hier die Hütten. Ja, kann man auf jeden Fall hier aushalten. 2 Etagen, unten mit Terrasse, oben mit Balkonien. So, ich schwitze. Schwitze geisteskrank. Ab ins Zimmer. Nackt machen, ab in den Pool. Ciao. So, Freunde, ein letztes Mal zum Dinner. Wir gehen zum Chinesen, knallen uns ein bisschen Sushi rein und gucken mal, was es da sonst noch so gibt. Und dann war's das mit dem letzten Tag. Morgen früh, ganz, ganz früh, 4.30 Uhr oder 5.15 Uhr, irgendwie so dazwischen, geht's nach Hause. Also, Hunger im Bauch, piep, 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 guten Appetit, wir haben uns dann lieb, wir gehen los, ciao. Ein letztes Mal diesen geilen Ausblick, diesen geilen Weg genießen. Kronk! Immer wenn wir ein Auto brauchen oder unbedingt haben wollen, kommt kein Auto. Wenn wir zu Fuß gehen wollen, fahren 94 Autos an uns vorbei. Und wenn wir hier Bilder machen, kommen noch mehr Autos. Wir beginnen mit Gyoza. Heißt das so? Gott weiß, rein in den Hals. So, Freunde, Sojasauce. Lecker.
So, Freunde, Lachs Tatar mit Avocado. Ja. Unglaublich lecker. Nächste Runde. Sommerrollen. Und Nachtisch darf natürlich nicht fehlen, Freunde. Einen schönen Cheesecake mit Vanilleeis. So, meine lieben Freunde. Letzter Abend. Das war's. Sad Life. Morgen geht's nach Hause. Stimmung ist sehr betrübt. Und deswegen werden wir uns jetzt hier von euch verabschieden. Das war's. Das Ding ist durch. War sehr, sehr geil. Aber morgen sind wir relativ früh los und haben sehr, sehr viel Zeit am Flughafen. Und werden es uns dort gemütlich machen und nochmal ein kleines Fazit raushauen. Und dann beenden wir das Teil. Also, ein letztes Mal, gute Nacht und bis morgen. Schaut euch nochmal den Weg an. Wie oft noch eigentlich diesen Weg? Noch einmal. Wow. Und weil ich es noch nicht oft genug gesagt habe, es sieht alles so fake aus. Ciao. What are you talking? Wie spät ist es? 4.50 Uhr und es geht jetzt los nach Hause. Unser Boot steht schon bereit. Auf geht's, ab geht's. Gute Fahrt, gute Reise, gute Besserung. Der Baum leuchtet, frohe Weihnachten. Wenn wir mit Deutschen reisen, dann sitzen die schon seit einer Stunde in der Lobby. Ich schwöre, sitzen sie wirklich, guck mal. Ja. Ich kann das nicht, ey. Da sind wir doch, Station 1. Ich hab Hunger. Mal ein bisschen frühstücken, schönes Buffet. Wir sind jetzt angekommen in der Lounge. Ohne Kaffee kein Moin. Hello. Eierbohnen, Chicken, Sausages, Fisch und Reis. Bisschen früh, oder? Hm? Hier gibt es noch so Cornflakes, Toast, Brötchen, Cornflakes und hier Foodstapel und Getränke. Was geht ab, meine lieben Freunde? Da sind wir wieder, ihr seht es, in der Heimat, im Gym. Es wird wieder geackert, der Alltag hat uns wieder. Ja, ich wollte eigentlich ein Fazit geben zum Hotel in der Lounge, aber war irgendwie ein bisschen stressig, waren auch sehr, sehr viele Leute da und da wollte ich kein vom Pferd erzählen. Ist ja auch egal. Jetzt sind wir wieder hier und jetzt gibt es ein knackiges Fazit. Also, das Hotel steht aber auch alles in der Videobeschreibung. Geisteskrank. Kann ich euch nur empfehlen. Es war der geilste Ort, wo ich jemals in meinem Leben war. Genau. Alles so, wie es war. Mit der Overwater Suite. Alles. All-inclusive. Essen. Es war wirklich alles top. Kann man nicht knurren. Einziges Manko. Zimmerservice ist nicht so krass. Gym ist nicht so krass. Also, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Aber alles in allem, sehr, sehr geiles Ding. Muss man auf jeden Fall schon sagen. Das ist der springende Punkt. Das wollte ich noch sagen, denn wir sind von Flensburg nach Hamburg, von Hamburg nach Frankfurt, von Frankfurt Malediven und auf den Malediven nochmal ein Inlandsflug nach Dalu zum Hotel. Mit dem Boot zum Hotel. Also wirklich geistkrank. 24 Stunden. Und 30 Minuten haben wir. Die Frau ist nichts mehr zu gebrauchen heute. Sie ist so im Loch. Auf jeden Fall 24 Stunden unterwegs und das war natürlich Moch. Aber egal. Nächstes Mal wissen wir Bescheid. Plus 4 Stunden Zeitverschiebung, ja. Also, was wollte ich jetzt noch sagen? Würdest du den Leuten das Hotel empfehlen? Ja. Ich würde den Leuten das Hotel auf jeden Fall empfehlen. Genau so, mit der Unterkunft 1:1. Würden wir nochmal empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich glaube, ich wäre zu neugierig, andere Hotels auszuprobieren. Ich würde auch gerne tatsächlich echt mal so ein Beachcomber haben mit eigenem Pool am Beach. Ja. Muss ich sagen. Also das ist auch noch ein Punkt. Aber ich würde zum Beispiel auch darauf achten, dass die Insel niemals zu klein ist, weil davon haben wir aus dem Flugzeug einige gesehen und ich glaube, das wäre nichts für mich, ja, wenn die so ganz klein wären. In unserem Hotel, also in dem Palace, war es ja so, dass der Pool, dieser Main Pool, Gemeinschaftspool, eigentlich identisch war wie der vom Atoll, aber hatte nicht so eine geile Location. Ja. Also da waren einfach zu viel Palmen drumherum, was jetzt nicht schlecht ist, aber du konntest halt nicht so aufs Wasser gucken wie im anderen Hotel. Ja. Und ansonsten haben wir den aber eh nicht gebraucht, weil wir einen eigenen Pool hatten, ja, auf der Terrasse. Und dass man dann auch von der Terrasse ins Meer gehen konnte, das war schon krass. Mhm. Und auch vom Schnorcheln her und so soll die Ecke da, wo wir waren, die beste sein. Ja, da und so, ne? Haben sich Leute unterhalten im Flugzeug dass es
darf man das? Dass sich Leute darüber unterhalten haben, dass man da in Dalu so am geilsten schnorcheln kann, die besten Fische sieht und so weiter und so weiter. Wir haben ja auch alles gesehen. Turtle haben wir sogar gesehen, Rochen, Haie, Kugelfische, alles. Also, das war's jetzt mit dem Vlog von den Malediven, Freunde. Das war's mit dem Jahr 2023. Es war ein sehr, sehr geiles Jahr. Vielen, vielen Dank, dass ihr da ein bisschen euer Auge drauf gelegt habt und immer schön hier supportet. Und in diesem Sinne sage ich frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns mit voller Motivation in 2024. Ciao! Ich muss...